Stellst du dir auch die Frage, warum wir in der Mechanik die Vektorrechnung brauchen? Du wirst dir vielleicht denken, wir haben in der Schule ebenfalls statische Probleme gelöst und diese komponentenweise angeschrieben. Wozu dann eigentlich noch Vektoren? Warum das trotzdem sinnvoll sein kann? Warum wir insbesondere für dreidimensionale statische Probleme die Vektorrechnung bevorzugen sollten? All das werden wir im heutigen Beispiel diskutieren. Bevor wir weitermachen, vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und gib dem Video auch gerne einen Daumen hoch. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns also heute dieses Vektorstatik-Beispiel an. Der Name sagt schon, dass es sich um Vektorstatik, also dreidimensionale Statik handelt, wir also vermutlich vektoriell rechnen müssen. Müssen ist natürlich nicht ganz richtig, sondern wir können klarerweise auch komponentenweise rechnen. Das kann aber unter Umständen wesentlich aufwendiger sein. Und das ist auch hier der Fall. Vektoriell müssen wir auf jeden Fall auch rechnen, weil wir ja die Vektoren dieser einzelnen Kräfte hier in den Seilen benötigen werden. Das heißt, das, was wir schon in der Kraftreduktion beispielsweise behandelt haben oder bei der Diskussion der Vektorrechnung selbst, nämlich einen Ortsvektor aufzustellen und daraus dann einen Einheitsvektor zu bilden, all das werden wir hier natürlich auf jeden Fall brauchen. Warum es aber auch sinnvoll ist, die statischen Gleichgewichte, also Kräftegleichgewicht, Momentengleichgewicht, als vektorielle Größen anzuschreiben, das werde ich hoffentlich hier zeigen können. Schauen wir uns also dieses Problem genauer an. Wir haben einen Mast, der wird hier von zwei Seilen BD, BC gehalten, abgespannt und zusätzlich gibt es noch hier oben Kräfte, die angreifen in der Ebene, also in einer Ebene parallel zur XY-Ebene und die hier gegeben sind einmal F2 in negative Y-Richtung und F1 zeigt mit diesem gegebenen Winkel Alpha schräg horizontal. Wir haben außerdem in A ein Kugelgelenk und wir möchten gerne bestimmen, wie diese Komponenten der Kräfte hier im Kugelgelenk aussehen. Wichtig ist natürlich, das Kugelgelenk kann nur Kräfte aufnehmen, es ist frei rotierbar in alle Raumrichtungen, um alle Raumachsen und kann damit keine Momente aufnehmen. Hätten wir es mit einem Lager zu tun, das auch Momente aufnehmen kann, einer festen Einspannung beispielsweise, also einbetoniert, so wie es bei Masten ja oft der Fall ist, dann hätten wir es bereits mit einem mehrfach statisch unbestimmten Problem zu tun und das können wir an dieser Stelle hier noch nicht lösen. Wie sieht also der konkrete Lösungsweg hier aus? Wir müssen natürlich wieder, wie immer, ein Freikörperbild anfertigen. Das ist das allererste, was wir tun. Wir haben unseren Mast also im wahrsten Sinne des Wortes freigeschnitten und zeichnen jetzt alle Kraftvektoren ein. Wir haben natürlich hier in den Seilen jeweils Kräfte. Ich zeichne sie so ein, dass sie in B anziehen, nämlich einmal einen Kraftvektor FdB, einen Kraftvektor FcB. Natürlich setzt sich das Ganze hier fort zum Punkt D und hier hinten zu unserem Punkt C. Diese Länge hier, dieser Abstand ist klein a. Dieser Abstand hier ist klein b. Wir haben natürlich die Seilkräfte links einmal F2 und F1 und wir haben die gesuchten Kräfte im Lager A, Z-Komponente in positive Richtung
x-Komponente ax in positive Richtung und auch die y-Komponente in positive Achsenrichtung. So bekommen wir dann unseren Kraftvektor a tatsächlich in positiver Achsenrichtung heraus. Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen natürlich das Wissen darüber, wohin diese Vektoren hier der Seilkräfte jeweils zeigen. Und damit wir das berechnen können, brauchen wir einerseits einen Ortsvektor von B nach D und einen Ortsvektor von B nach C, sodass wir daraus dann die jeweiligen Einheitsvektoren bestimmen können. Für die Kräfte F1, F2 kennen wir im Grunde die Vektoren, die Einheitsvektoren. Wir wissen zum Beispiel, dass F2 in negative Y-Richtung wirkt und wir wissen auch hier diesen Winkel Alpha, den ich noch einmal hier einzeichnen möchte, der uns angibt, dass F1 in X-Richtung mit dem Sinus dieses Winkels Alpha wirken muss und in negative Y-Richtung dann entsprechend mit dem Cosinus auf F2 projiziert in diesem Fall. Schauen wir uns das alles aber der Reihe nach an. Schreiben wir vielleicht einmal als allererstes unsere Punkte an. Wir haben den Punkt B. B ist bei x0, y0 und z in der Höhe c hier und c ist mit 15 Metern gegeben, also 15. Dann haben wir den Punkt c. C liegt bei minus a in die x-Richtung. A ist hier 10 in der Angabe, also minus 10 in x-Richtung. Dann positiv in y-Richtung klein b. Klein b ist 5, also 5. Und in der xy-Ebene, also bei z ist 0. Und der Punkt d ist bei einmal 0 in x-Richtung, liegt auf der y-Achse, bei b in y und wiederum in der xy-Ebene, also z 0. Somit haben wir mal alle Punkte definiert, aus den gegebenen Abmessungen abgelesen. Mit diesen drei Punkten können wir jetzt ganz leicht unsere relevanten, komplexeren Ortsvektoren ausrechnen, nämlich den Ortsvektor von B nach D und den Ortsvektor von B nach C. Beginnen wir mit dem Ortsvektor von B nach D. Spitze Schaft von der Notation her, also RDB. Wir wissen, Ortsvektoren berechnen wir als Spitze minus Schaft, also 0, 5, 0 ist unser Punkt D, die Spitze, minus 0, 0, 15 ist der Schaft, das ist B. Die Meter natürlich wieder einfach jetzt während der Rechnung weggelassen und dann ergibt sich hier 0, 5 und minus 15 Meter. Hier schreiben wir es wieder dazu. Und unser Betrag, den wir dann für den Einheitsvektor brauchen werden, ist ganz einfach die Wurzel aus den Komponenten zum Quadrat. Also Wurzel 5 Quadrat plus 15 Quadrat ist Wurzel 250. Wenn wir es etwas schöner hinschreiben wollen, können wir 25 mal 10, 25 die Wurzel ziehen, bekommen also 5 mal Wurzel 10. Wiederum Meter. Daraus erhalten wir dann den Einheitsvektor, beziehungsweise wir können das Ganze gleich direkt in unseren Kraftvektor einsetzen, wie wir sehen werden. Berechnen wir zuerst aber den zweiten Ortsvektor, nämlich den von B nach C. Wieder Spitze Schaft, also Spitze C minus 10, 5, 0, abzüglich Schaft B 0, 0, 15 ergibt dann minus 10, 5 und minus 15. Wiederum Meter. Betrag davon berechnet ist dann hier Wurzel aus 10 Quadrat plus 5 Quadrat
plus 15 Quadrat ergibt Wurzel 350, wieder Meter. Daraus lassen sich jetzt ganz leicht die Kräfte FdB und FcB berechnen. FdB ist dann nämlich einfach nur ein unbekannter Wert FdB, irgendein Betrag unserer Kraft, den wir noch nicht kennen zu diesem Zeitpunkt, durch den Betrag unseres Ortsvektors mal Ortsvektor, also analog mal Einheitsvektor. Hier also 5 mal Wurzel 10 Meter. Allerdings hat unser Ortsvektor ebenfalls als Einheit Meter. Das heißt, die Meter kürzen sich hier dann entsprechend raus, was ja sinnvoll ist. Wir möchten gerne, dass Newton rauskommen und die Newton stecken im Betrag FdB. Wir können hier und deswegen auch vorhin herausgehoben die 5 natürlich kürzen und landen dann bei einem FdB durch Wurzel 10 0, 1, minus 3. Alles durch 5 durchgekürzt. Erstes wichtiges Ergebnis, unser Kraftvektor FdB. Komplett analog den Kraftvektor FcB. Auch hier FcB Betrag, derzeit unbekannt, durch Wurzel 350 Betrag unseres Ortsvektors RcB mal Ortsvektor RcB, also minus 10, 5, minus 15. Hier kürzen sich wiederum die Meter weg, wir können allerdings sinnvollerweise nichts rauskürzen, zahlenmäßig, sondern das ist bereits unser Ergebnis. Was uns jetzt noch fehlt, sind die beiden Vektoren F1 und F2. Aber wie gesagt, die können wir ja mit Hilfe des Winkels bzw. unter der Kenntnis, dass F2 in negative Y-Richtung wirkt, ganz einfach anschreiben. Das werden wir tun. Auch die schreiben wir natürlich als Vektoren hin. Damit ist F1 Vektor wiederum F1 Betrag mal in x-Richtung. Positiv ist diese Komponente hier der Sinus von Alpha, also Sinus Alpha. In y-Richtung, aufpassen, zeigt F1 y in die negative y-Richtung und entsprechend mit dem Cosinus von Alpha. Wir sind in der XY-Ebene, parallel zur XY-Ebene, daher in Z-Richtung 0. Das ist schon unser Vektor F1. Und dann hier ganz trivial hingeschrieben F2. Der wirkt rein in negative Y-Richtung, also 0 minus 1, 0 mit unserem Betrag F2. Wenn wir jetzt schauen, wir kennen F1 und F2. Wir können diese Beträge also einfach einsetzen dann entsprechend. Nächster Schritt, wir befinden uns nach wie vor in der Statik. Es ist dreidimensional, aber es ist trotzdem Statik. Das heißt, wir erinnern uns zurück, wir können Kräftegleichgewicht aufstellen und wir können Momentenbilanzen aufstellen. Wir können das natürlich komponentenweise machen. Es hindert uns aber auch niemand daran, dass wir das Ganze vektoriell machen. Das heißt, wir können eine Kraftbilanz vektoriell hinschreiben. Das ist dann die Kraftbilanz im System. Die beinhaltet alle Raumrichtungen. Alle Kraftvektoren summiert müssen den Nullvektor ergeben. Genauso Statik wie in jede Achsenrichtung. Und für die Momentenbilanz genauso, wenn wir beispielsweise die Momentenbilanz um einen Punkt anschreiben, Punkt A werden wir hier verwenden, dann brauchen wir einfach die Abstände zum Punkt A vom jeweiligen Kraftangriffspunkt als Vektor und bilden das Kreuzprodukt dieses Abstandsvektors mit dem entsprechenden Kraftvektor. Und auch dann kommt wieder ein Nullvektor raus. Genau das
werden wir machen. Wir schreiben also als erstes wieder unsere Kraftbilanz hin, unser Kräftegleichgewicht. Das lautet FdB Vektor plus FcB Vektor plus F1 Vektor plus F2 Vektor plus, nicht vergessen, Gelenk A Vektor muss, wenn es sich um Statik handeln soll, Nullvektor sein. Es darf keine Kraft überbleiben. Würde eine Kraft überbleiben in der Bilanz, hätten wir es schon mit Dynamik zu tun, weil wir wissen ja, dass eine Kraft dann zu einer Bewegung führt. In der Statik dürfen wir keine Bewegungen haben, sonst wäre es nicht Statik, daher Nullvektor. Das ist meine Gleichung 1 und tatsächlich handelt es sich hier um drei Gleichungen. Wir haben nämlich, wenn wir es aufspalten würden, eine x-Komponentengleichung, eine y-Komponentengleichung und eine z-Komponentengleichung. 3 in 1 sozusagen. Und wir machen das Ganze auch mit der Momentenbilanz, und zwar um unseren Einspannpunkt A. Hier brauchen wir jetzt die jeweiligen Abstände. Wir brauchen nämlich insbesondere diesen Vektor hier von unserem Reduktionspunkt zum Kraftangriffspunkt B, RBA. Alle unsere Kräfte, die nicht direkt durch A durchgehen, also alle, die ein Moment verursachen, greifen netterweise im Punkt B an. Das heißt, wir brauchen nur diesen einen Vektor RBA. Und wir schreiben einmal die Momentenbilanz hin, und dann schreiben wir uns noch diesen Vektor RBA auf. Die Momentenbilanz lautet dann nämlich jeweils RBA kreuz diese ganzen Kräfte, die dort wirken. Kreuz F1 plus RBA kreuz F2 plus RBA kreuz FdB und RBA kreuz FcB. Natürlich könnten wir das RBA auch rausheben und die ganzen Kraftvektoren in eine Klammer stecken. So ist, glaube ich, aber klarer, dass es sich tatsächlich um einzelne Momentenwirkungen handelt. Das ist meine Gleichung 2, und diese Gleichung wird uns zwei unabhängige Gleichungen liefern. Was ist jetzt RBA? Das müssen wir noch definieren. Ist aber ganz einfach. RBA ist einfach nur 0, 0, C. Diese Höhe C, in der der Punkt B liegt. Und dann können wir diese einzelnen Kreuzprodukte einfach ausrechnen. Wir haben also RBA kreuz F1. Machen wir das Ganze beispielsweise mit der Determinantenregel. Einheitsvektoren EX, EY, EZ. 0, 0, C und F1 lautet Sinus Alpha minus Cosinus Alpha und 0. Mal F1 jeweils, nicht vergessen, Betrag, führt also zu einem Vektor F1 Cosinus Alpha mal C und F1 Sinus Alpha mal C, 0. Kurz zur Erklärung, wir müssen die Diagonalen in positive Richtung miteinander multiplizieren, bekommen dann hier 0 für die x-Richtung einmal und in die andere Richtung minus F1 Cosinus Alpha mal C, haben aber hier auch ein Minus, deswegen hier insgesamt Plus. Und dann für das Y, YC F1 Sinus Alpha, das ist der zweite Eintrag. Determinantenregel einfach durchgeführt. Analog für F2, wiederum Einheitsvektoren, gleicher Ortsvektor und dann 0
minus F2 und 0. Liefert also dann nur eine Komponente, wie man sich das denken kann, nämlich F2 mal C, 0, 0. Für alle anderen ebenfalls FdB, FcB, genauso einfach die Kreuzprodukte ausgeführt. Hier ziehen wir FdB durch Wurzel 10 rechts raus, haben also nur die Komponenten reingeschrieben und landen dann bei einem minus C, 0, 0 mal diesem Faktor FdB durch Wurzel 10. Und für das RBA Kreuz FCB genauso. Ist dann minus 5C minus 10C 0 und dieser Faktor FCB durch Wurzel 350. Damit stehen alle Kreuzprodukte fest und wir können jetzt aus unseren Gleichungen entsprechend alles rausziehen. Wir können also diese Kreuzprodukte zuerst einmal alle hier wieder in die Gleichung 2 zurück einsetzen, erhalten eine Gleichung, die hier natürlich der Nullvektor sein muss, ist vorher abhanden gekommen, Vektor muss natürlich gleich Vektor sein und setzen auch entsprechend alle Komponenten, alle Kräfte in die Gleichung für die Kraftbilanz ein und erhalten auch hier dann entsprechend die Gleichungen. Führen wir das durch. Wir erhalten damit aus unserer Gleichung 1 drei Beiträge, indem wir einsetzen in die einzelnen Achsenrichtungen, nämlich hier FdB hat keinen x-Eintrag, FcB hat einen x-Eintrag, nämlich minus 10 durch Wurzel 350 mal FcB. Dann haben wir plus F1 Sinus Alpha, F2 hat keinen Beitrag und wir haben natürlich AX ist gleich 0. Das wäre Gleichung 3. Dann aus der Y-Komponente 1 durch Wurzel 10 FdB, weil wir hier durch 5 die 5 noch einmal durchdividieren können von rechts. Und 5 durch Wurzel 350 FcB minus F1 Cosinus Alpha minus F2 in Y-Richtung plus AY ist gleich 0, ist also unsere Gleichung 4. Und die Z-Komponente liefert minus 3 durch Wurzel 10 FdB minus 15 durch Wurzel 350 FcB plus Z-Komponente von A ist gleich 0. Gleichung 5. Alles aus dieser vektoriellen Gleichung 1. Das ist natürlich analog zu der Tatsache, wenn wir sofort Komponentenschreibweise verwendet hätten. Was wir uns allerdings hier sparen, ist beispielsweise vorher einen Winkel auszurechnen und dann hier mit zusätzlichen Winkeln zu hantieren. Wir haben sofort die Vektoren, die Kraftvektoren als Vektoren erhalten. Das gleiche können wir mit der Gleichung 2 machen, wenn wir hier entsprechend die gerade berechneten Kreuzprodukte einsetzen und in Komponenten aufteilen, bekommen wir wiederum zwei einzelne unabhängige Gleichungen, nämlich F1 Cosinus Alpha C mal C wohlgemerkt plus F2 mal C minus 1 durch Wurzel 10 FdB mal C, alles mal C, klarerweise, minus 5 durch Wurzel 350
FCB mal C ist einmal 0, Skalar, und die Gleichung 6. Natürlich können wir hier das C entsprechend rauskürzen und für die zweite relevante Komponente F1 Sinus Alpha mal C minus 10 durch Wurzel 350 FCB mal C ist gleich 0, Gleichung 7. Auch hier lässt sich dieser Abstand C wieder rauskürzen. Wir haben also jetzt unser Gleichungssystem aus den Gleichungen 3 bis 7. Schauen wir kurz nach, ob wir genügend Gleichungen haben. Wir haben als Unbekannte einmal das FCB, FDB, AX, AY und AZ. 1, 2, 3, 4, 5 Unbekannte. 1, 2, 3, 4, 5 Gleichungen. Sehr gut, sollte sich also lösen lassen. Und dann können wir einfach aus unseren Gleichungen entsprechend das Gleichungssystem auflösen. Wir können zum Beispiel ganz einfach aus der Gleichung 7 FCB berechnen. Wir kennen ja F1 und wir kennen den Winkel. Wir können aus der Gleichung 7 sofort unser FCB ausdrücken. Das muss dann sein F1 Sinus Alpha durch 10 mal Wurzel 350 ist dann in Dezimalschreibweise 130,96. F1 ist in Kilonewton gegeben, also auch hier Kilonewton. Erstes Ergebnis FCB. Dann können wir beispielsweise aus der Gleichung 6 hier unser noch unbekanntes FDB berechnen. Wir kennen jetzt FCB, können von hier einsetzen, können alles ausrechnen, landen also bei einem gleich zusammengefasst F1 Cosinus Alpha, erster Term, plus F2, zweiter Term, minus FCB mal 5 durch Wurzel 350. Das sind alle Terme, die keine Faktoren von FDB sind. Und dann haben wir noch den Faktor von FDB, der 1 durch Wurzel 10 ist, auf die andere Seite gebracht, also mal Wurzel 10. Alles entsprechend eingesetzt, sollte sich hier 509,9 Kilonewton ergeben. Unser Ergebnis FDB. Und jetzt können wir noch die eigentlich gesuchten Größen, nämlich AX, AY, AZ bestimmen. Wir kennen mittlerweile alle Größen hier in den einzelnen Gleichungen 3, 4 und 5, können also aus 3, 4 und 5 direkt unsere Kraftkomponenten AX, AY, AZ bestimmen. Also aus der Gleichung 3 das AX mit minus F1 Sinus Alpha plus 10 durch Wurzel 350 FCB ist gleich, schauen wir uns das an, das ist relativ interessant, nämlich minus F1 Sinus Alpha und dann das FCB von hier oben eingesetzt. Lautet dann nämlich 10 durch Wurzel 350 mal F1 Sinus Alpha mal Wurzel 350 durch 10. Wir sehen also, es kürzen sich hier diese beiden Brüche raus und wir haben F1 Sinus Alpha mit einem Minus und F1 Sinus Alpha mit einem Plus. Das kürzt sich also komplett weg. Damit ist AX 0. Sehr interessantes Ergebnis. Wir bekommen, wie wir sehen werden, etwas Analoges für das AY aus der Gleichung 4. AY ist F2 minus FDB
1 durch Wurzel 10 minus FCB 5 durch Wurzel 350 plus F1 Cosinus Alpha. Auch hier entsprechend wieder eingesetzt. Überlasse ich jetzt vielleicht jedem selbst, einfach hier FDB nehmen, hier entsprechend einsetzen, FCB hier wieder einsetzen und dann sollte man feststellen, dass sich hier wieder komplett alles wegkürzt. Wir landen also wieder bei 0. Und das lässt uns schließen, dass dieser Mast, dieser Stab, ein sogenannter Zweikraftstab ist. Und dann ergibt sich noch ein AZ, das jetzt nicht 0 wird, aus der Gleichung 5. Gleichung 5 hier oben können wir direkt umformen, landen also bei einem AZ von Vorzeichen schon aufgehoben, FDB 3 durch Wurzel 10 plus FCB 15 durch Wurzel 350. Alles eingesetzt, entsprechend ausgerechnet, ergibt sich ein AZ von 588,74 kN. Das ist unsere einzige nicht verschwindende Kraftkomponente in diesem sogenannten Zweikraftstab. Ganz nebenbei haben wir auch natürlich noch die Seilkräfte FDB und FCB ausgerechnet, ganz einfach, weil wir sie auf dem Weg zu unserem Ergebnis natürlich brauchen. Das war jetzt ein etwas längliches Beispiel, das aber hoffentlich schön gezeigt hat, dass es durchaus sinnvoll ist, auch in der Statik, vor allem eben in der Vektorstatik, in der dreidimensionalen Statik, mit Vektoren zu hantieren. Bitte gerne jeder für sich das Ganze noch in Komponentenschreibweise versuchen anzuschreiben, die Momentenbilanzen um die einzelnen Achsen gerne hinschreiben. Man muss sich dann ganz genau überlegen, wie die positiven Drehrichtungen wirken sollen. Funktioniert natürlich alles, aber es wird sich hoffentlich herausstellen, dass die Vorgehensweise noch länger dauert und dass das ein gutes Argument dafür ist, tatsächlich Vektoren in der Statik zu verwenden. Sollte es zu diesem Beispiel irgendwelche Fragen geben, bitte nicht davor zurückschrecken, einen Kommentar zu verfassen. Ich freue mich über alle Kommentare, beantworte diese gerne und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Beispiel wieder, wenn wir wieder in der Statik weitermachen und einen sogenannten Gerberträger uns das erste Mal ansehen werden. Bis dahin, alles Gute und bis bald.